jede Menge Feuerholz. Du bist du behindert oder was? Jetzt kennt er gern. 50 Euro eine Kiste. Der Markus ist gerade richtig glücklich. Wie laden man die ab? Mit einem Stapler. Was für ein Stapler? Unsere. Wollte ich dir jetzt noch nicht so erzählen, aber jetzt weißt du es. Das machst du eh du. Guck dir das mal an! Müsst ihr eh noch mal wechseln, die Stange noch mal ranmachen? Ja, ja. Wir wurden ja überrascht. Guck! Ja, ich bin dem gerade hinterher geballert, wa? Ja. Alter Schwede! So. Für die Leute, die keine Ahnung haben, das Zirbe. Verfaulte Zirbe. Halt die Fresse! So. Kriegt mich auch nicht aufgetrennt. Der Markus ist nervös. Darauf warte ich seit einem halben Jahr. Feuerholz! Halt doch! Komm. Das bin ich mal gespannt. Mit dem Stapler kriegst du nicht abgeladen. Ja. Meine Zirbe! Kriegst du nicht abgeladen. Wow! Oh, auch doch, kriegst du lieber bei mir. Na da! Schieb mal ein wenig um. Nee? Sag ich dich doch. Das wird nicht einfach. Hab ich die rum nicht, sonst bist du es, wird's dauer. Das wird nicht einfach, das sag ich schon gut. Hier brennt. Ja, recht, fahr langsam zurück. Mit Gefühl, aber da haben wir es wieder, wa? Du, ich hab einen vollen Akku, ich bin die ganze Zeit drauf. Du hast ein Maul. Mit Gefühl, Mobi. Hey, ja, siehst du. Erste Stammwaller Kinderspiel. Hä? Wir sind die einzigen in Deutschland, die sowas haben. Feuerholz. Halt doch die Klappe. Das darf ich alles noch schälen. Alles noch schälen, so eine Scheiße. So ein Dreck. Naja. Ganz normal, kommt mal was holen. Oh, wackelt die Kuh. Wollt ihr natürlich ausmachen? Ich hab was Schöneres für dich. Ja. Siehst du die Sache mal ein, ja? Ja, da hat er noch ein bisschen vor sich, ja? Überleg das gleich separat, wa? Junge! Die Länge, nicht, dass du alles auf den Haufen schmeißt. Doch. Nee? Das müssen wir sowieso sortieren. Ja, dann sind sie doch jetzt schon. Ja, wir haben vielleicht ein paar Wilder weiter. Na ja. Aber wenn du so weitermachst, fährt ja heute nicht mehr los. Das glaube ich auch mal. Dann nimmst du mit hin. Wenn ich mich so abladen, habe ich natürlich auch noch nicht gemacht. Also ihr seid doch hier mal nur noch das erste Mal dabei. Naja, aber... Was hast denn du gedacht? Das leichter hin. Ja? Ja. Ich habe wohl nicht gedacht, dass es so eine Länge sind. Wo
Du hast den Holz hast du vorher gekriegt. Nee, die hab ich gestern. Wie lange wollen euch noch Zeit? Das Einzige, was ich gekriegt habe, ist ein Bild von Fuhre. Und da habe ich gesagt, nehme ich. Habe ich den Preis gesehen, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Mhm. Aber. Digga, du kannst ein Telefon auch mal für Aufnahmen machen? Ich kann nicht mal noch rausschicken? Nö. Da freuen die sich. Willst du doch ein Video? Kannst du das Filmmaterial anschauen? Ja. Ist aber deiner. Digga, wüsstest du eigentlich, dass wir jetzt Türme haben? Guck dich doch mal das verknotete Scheißding an. Wisst ihr, wie geil das aussehen wird bei den Betten? Wisst ihr, wie geil das aussehen wird in den Ofen? Gehst du mir auf den Sack, wirklich? Kriegst du nicht raus? Will ich raus. Wie kriegst du nicht raus? Wetten? Wetten wir? Okay, und was? Aus Mittag, morgen. Kommt ja gleich Hilfe. Ne, den Bomber vorkippen. Hä? Den Bomber vorkippen. So? Ja, dann kommst du nicht an der Rumpf nicht vorbei. Gut, bleib stehen. Da oben liegt ein Ding drin mit einem Zwiebel. Hä? Ja. Wo liegt jetzt Wiesel? Da oben drinnen. Da wohnt ein Wiesel. Ich muss mich ja konzentrieren. Ja, gut. Kannst du vorziehen lang dann? Digga, bist du nicht als Dicht oder was? Komm. Mach es achte. Nicht, dass du das früher ausgebuddelt hast. Ich dachte, ja, hoch, die ganze Spannrede. Ja, was will er denn machen? Was will er denn machen? Ja, guck gerade uns auf YouTube. Glaube ich nicht. Bulgarisch. Mhm. Wahnsinn. Wie kommst du eigentlich auf die andere Seite? Hä? Tut mir entschuldigen, der kommt aus Slowenien. Wie kommt denn hier auf die andere Seite? Du, zumindest. Die rollen rüber. Ja, na, warte mal, das muss schon. Denk aber, der hat einen LKW-Fahrer da drin, oder? Mensch, der kriegt ey, nicht, der solange kriegt du das Slowenien nicht aussteigst, alles auf Spannung. Da kriegst du aber, wenn der rauskommt. Da krieg ich eh eine geschallert, Junge, da fällt mir das Kopf runter. Ja. Guck mal, da hat sie Schneid in der Herkunft. Siehst du das? Yeah, schöner Schnee. Ja, ich muss mich konzentrieren, du musst nicht permanent zum Lachen, das ist doch scheiße. Vorher. Nicht? Ach, da machen wir uns einen Wolf. Wieso machen wir uns einen Wolf? Da ist doch kaum was dran. Gott sei Dank. Los, gut, war. Du hast schon die Fühldrückenschmerzen gehabt, oder? Aber guck mal, das andere können wir doch abkratzen mit unserem Ding. Es geht sehr schwer. Ich hab schon probiert mit der Hand, aber. So, fertig geschält. Doch! Nee, wirklich! Wirklich!
Bitte, das war doch nicht so schlecht, oder? Kriegst du noch nicht. Dann machen wir den Mann. Dann nehmen wir den zum Schluss, dann nehmen wir erstmal alles raus. Dann kannst du so schwer Dreck bestellen. Dann müsstest du den ganz oben wegnehmen, oder? Den hintersten. Genau das ist der Zwiesel. Was ist das Ding da? Nee, der da links. Wieder mal. Aber du hebst den hintersten an. Ja, also so geht's schon mal nicht. Aber also wenn das jeder sieht, dann sperren die uns ein. Das kann man auch schlucken. Stücke Hörner? Nein, doch geht. Ich habe wohl nicht gedacht, dass die so lang sind. Hätte ich das gewusst, hätte ich eben bestellt. Was denn? 50er Scheitelslänge? Was doch? Security ist auch wieder am Start. Guckt euch das an. Du fängst ja von unten an zu entladen. Ich sehe schon die Community, die sich schön lustig macht. Ja. Da, den ganz obersten musst du holen. Ganz oben. So, jetzt Feuer. Oh, Scheiße, warte, das war nochmal. Wie? Ich hab Plan. Nee, jede scheiß Idee. Ja, das war's. Was du bist. Ja, passt. Wenn ich das hier holst, hätte ich doch was anderes gemacht. Scheiße! Ein Stück vor. Vor? Naja, den Baum zumindest ein Stück vorkippen. Ah, das geht doch nach Hause. Nee, das war gut. Ha! Ist das die Musik, die wir ablassen? Gott im Himmel! Der arme LKW-Fahrer wird sich denken, das war's mit meiner Tour heute. Jawoll! Offen hier. Wenn der Landmaschinenhandel nicht bald kommt, dann brauche ich auch nicht mehr gucken. Kommt da für den Zwiebel. Hä? Kommt da für den Zwiebel. Problem ist, wenn der kippt war, der Ganze muss ja irgendwo hin. Du musst ja irgendwo hin, damit du da nicht fest bist. Wer, ich? Ja, ich auch. Du musst sitzen bleiben. Du bist Führer. Du gehst unter damit. Wie ein Kapitän? Obwohl, ein guter Kapitän verlässt dein linkes Schiff ohne, wa? Genau. Wie war das mit...
konzentrieren, Alter. Ich weiß ganz genau, wenn ich aufhöre zu filmen, passiert irgendwas. Na klar. Deswegen höre ich auf. Hör ich nicht auf. Mensch. Kannst du mal dagegen halten? Was will ich dagegen halten? Na, so einfach mal nur dein hartes Bein dagegen stellen? Okay, ja, pass auf. Ich mache mal. Ja. Oh. Kippt er mich um. Oh. Ich kann nicht filmen und machen. Funktioniert nicht. Da hat man schon mal einen. Funktioniert nicht. Ja, und. Ich hab jetzt gedacht, ich hab da jetzt schnell. Das ist doch eh, das ist so ein LKW, da muss sein. Guck dir die blöden Hunde an. Aber vielleicht reicht's ja. Wenn wir nicht auf YouTube kommen, dann. Ja, ja. Ah, was? Das Bein drunter. Oh, weißt du was? Scheiße. Tja. Warte. Ah, YouTube. Nicht gleich so, aber warum bist du schon wieder scheiße in die Form? Nee, nee. Mensch, hier, ich raste gleich alles! Lass mal liegen! Jetzt auf! Warte! Hör auf! Genau das ist das Bändchen, was fehlt! Schlechtere Ablaber gesehen. Ja. Beispiel jetzt bei Holzgut Scholz offiziell. Weißt du noch, wie sie alle gelacht haben? Wir brauchen den nie, den großen Stapler. Wer, ja, das ist er. Hört sich mein Vater groß. Das weiß ich nicht. Hört sich groß. Den hätten wir schon bei den Containern zum Abladen gebraucht. Ja. Bleib hier, du kannst mithelfen. Ach. Nee. Kannst du gar nicht alleine einstellen, hast du schon mal gesehen? Ja, kann ich alleine einstellen. Das machen wir zusammen. Nein. Du denn nicht? Du musst schnitzen. Aber soll ich denken, sonst hilfst du mir da auch nicht. Aber komisch, bei deinem Trick fährst du nochmal an. Ey, das stimmt doch gar nicht, dass ja, du mir nicht helfen musst. Ja, das ist doch Quatsch. Digga, bei den Großen helfe ich dir immer. Ja, ja. Denn wann trägst du die 20er Velene? Hab ich? Wann? Ehen. Gestern? Ehen. Guck mal, da ist eine Palette. 20 auf 20. Und hier haben wir 4 Stück. 20 auf 20. Alles alleine hoch. Und? Was macht der Alte? Nicht. Es kommt aus der schönen Kärnten, das Holz. Naja, ab sofort Kärntner Feuerholz. Angebot. Enemark 50, das Schein. Was gibt denn da? Ich habe keine Ahnung, was da piept. Wenn sich jemand mit Linda auskennt, erzählt mir mal was. Das fängt an zu piepen und hört auf. Das ist der Drehkranz, das weiß ich schon. Also haben wir einen kaputten Stabrego? Nee, nee. Soll ich so nicht sagen. Sicher? Nein, nicht unter schwebende Lasten. Du? Ja, hier ist helflich. Ja, helflich. Ein richtiger Ostdeutscher kackt sich da nicht in die Hose. Nee, warte mal. Richtig Ostdeutsch ist doch nicht langweilig, der kackt sich nur vor Hut in der Hose, weil es nicht spannender wird. Ja. So, jetzt bist du. Na, fahr doch mal an den rein, in die großen hier unten. In den und zieh den ran und dann kommt der Rest lang rum. Willst du? Klar, Mensch. Digga, wenn du das sagst. 16 Jahre lang LKW gefahren. Aua, auf die Koliose! Nee, da gab's mich noch nicht. Ja doch, gab's mich schon, aber.
Diese Gruppe, wie das kommt. Warte, wo ist das, der aussteigt und der innewegt? Deswegen halte ich auf, was drauf. Vielleicht passiert's ja. Das ist ein Wiesel. Hey, was ich weiß, das ist ein Tier. Was willst du mit dem Scheiß? Wesentlich, ich bin ja auch dabei. Gab's den umsonst oder was? Den gab's gar nicht umsonst. Na, lass den mal drauf, schick den mal zurück. Die Zeit soll mal durchschneiden. Kannst du mal merken. Hab ich euch erwähnt schon, dass ich jetzt hier zu war? Ja. Die Leute müssen denken, ich bin nicht ganz dicht. Das wissen die vorher schon. Aber, ey, ich habe jetzt Zunge und ich freue mich da richtig drauf. Ja, hör mal auf zu blinken. Seht auch übers Jas. Echt? Quatsch. Hier! Das ist aber geil, du, hä? Und jetzt kaufen wir da hoch und dreh dich mal rum. Will ich ja machen. Nee, ich, meinst du? Nee, ich mach das. Ach, du machst das? Auf, gleich tut man die Luft hier aufpumpen. Na, ich wäre gleich nicht dagegen. Nee, bevor du Luft aufpumpen musst, du Assi. Nee, hier auf, ne? Mach der LKW alleine. Weißt du, was die brauchen, wenn das jetzt gehen? So ein Zippy oder Hippie, wie das Ding ist. Ne, Hippie nicht, ja. Hippie. Ich brauche ich denn Hippie? Alter, das muss doch richtig Kanonien. Oh, da können wir mindestens einen Monat feuern, wenn wir den kleinen haben. Na komm. Jawohl. Sonst heißt es doch auch nicht so. Dann machen wir diese Scheiße mal nicht so in der Hose. Oh, das wird nicht, Digga. Doch, auf der anderen Seite. Ja? Ja, das hast du gedacht. Hm? Na, er kommt. Der dreht sich zwar bloß im Kreis. Oh oh. Nee, nee. Mit der kommt man nicht flitzen. Ich hab alles drauf. Für die Berufsgenossenschaft. Und für die Staatsanwaltschaft. Und für den Fahrer wegen des Plädoyer. Also hier. Wegen der Grabrede. Keine Angst, wenn du nicht mehr bist, ich. Was? Wenn du nicht mehr bist, ich kümmere mich schon gut um deine Zirbe. Ich werde dich schön aufwärmen. Um meine Zirbe oder meine Frau? Ja, alles beides. Da bin ich ja beruhigt. Ja. Das jetzt blöd wegrutschen, ich hoffe es unten vor. Das macht nichts. Genau so wollte ich das. Bist du da noch ein Stück nach vorne? Ja. Wenn schon lange die Zunge drauf ist, Digga, ist alles gut. Komm, knie dich mal ein bisschen rein in der Arme. Komm, lass Mutsche. Ja. Du kannst das nicht sagen. Was siehst du? Schreib mal in die Kommentare, was eine Mutsche ist. Oh, da läuft sie. Nehm mal ernsthaft, wisst ihr, was eine Mutsche ist? Oh, du willst ja nicht, darfst du nicht. Wie, ich will doch nicht, darfst du nicht. Du weißt ja schon, dass die Handschuhe kalt sind, wie sie auch. Ey, ich stehe ohne Handschuhe. Ja, aber. Und wenn ich die anziehe hier, wird es auch bloß kalt. Ja, ja, guck mal hier, wer hier kommt. Sehr schön, sehr schön.
kommen unsere Kollegen. Und wer kommt dann jetzt noch? Oh, unsere Baumaschine und Landfreund. Ja. Zu spät. Guck dir das mal an. Ja, ja, ich weiß. Der weiß, was er macht, boah. Ja. Sehr gut. Hättest du mal erfahren können, Mann. Ja, hätte ich auch. Willst du was haben wollen? Zwei Bier und drei Gammel. Haben Sie mal gesagt? Ja, was er kriegt. Dann sagt er, ja, zwei Bier und drei Kaffee. Und so, klar. Ob ich das morgen noch bringe? Dann sagt er, ja, klar. Irgendwo morgen eine Ölbergkiste. Aber, jo. Schlau, brav oder so. Ja. Nee, das nicht. Wie schon. Was soll ich sagen? Du bist in 20 Minuten da. Wir erklären Sie, ihr zu spät kommt? Ja. Junge. Nee. Arbeiten. Arbeiten. Ey, wir haben jetzt mal LKW mit Zirbe abgeladen. Also, mit. Und die letzten vier Stämme kamen die Kollegen hier. Geht doch, siehst du? Geil, wa? Dass du mich da fragst. Na, ich wusste nicht, ob der hebt der so hoch? Was? Über die Rungen drüber? Ich glaube nicht. Der macht 3,20 Meter. Nee. Oh, nee, dann nicht. Dann sind wir doch mit unserem Dreitonner gar nicht so schlecht bedient. Von der Höhe auf jeden Fall. Wir sind jetzt auch dran an der Linde noch, an der 7-Tonner. Damit wir einfach die Hubhöhe für die Steine. 7-Tonner? Ja. Und was macht er mit denen hier? Na, da stehen den lassen. Den schenkt ihr mir doch. Nee, 7 Tonner? Das ist doch schon 6 Tonner, oder? Das ist 6 Tonner, aber das Problem ist halt, Hubhöhe, wie du das auch hast, da hast du halt den Arm dann quasi auch mit den Hubzylindern oben, ja, zum Verstellen und dann vorne da oben. Also der Werfehebel wäre der perfekt für mich. Perfekt? Den Weltrekord darfst du mir noch nicht weggeben, den brauchen wir da noch. Ja, nee. Ach, übrigens. Kannst du dich dann ausleihen bei mir? Wir haben noch. 8%. Wir müssen gleich aufhören. Ja. Also wir hören jetzt mal auf, ich muss mit dem Kollegen die nächste Gemeinde besprechen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe jetzt Zirbe, ja? Ich bin ein bisschen bekloppt, aber das ist halt wirklich geil. Vielen Dank für dieses lange Video. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Schneide Benny, wir sehen uns. Habt viel Spaß, bis später. Wir müssen den nächsten Gemeinde im Plan. Bis dann, ciao.